Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Project Ocean 2 Kappa Mode. So, ich habe noch ein bisschen Offscreen gemacht und zwar habe ich jetzt hier nochmal Compressed Diamond reingetan. Das ist einfach ein Diamant da rein und dann hier Compressed Obsidian. Compressed Obsidian wird gemacht mit Refined Obsidian Dust und das ist ein Pulverized Diamond, Pulverized Obsidian hier mit Metallurgic Infuser mit Compressed Diamond. So. Des Weiteren habe ich mir was überlegt. Wir brauchen Strom. Sehr, 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 sehr viel Strom. Also brauchen wir Stromberg. Okay. Schlechte Witze sind vorbei. Das heißt, heute seid ihr verschont. Oder auch nicht. Auf jeden Fall, das hier wird jetzt erst einmal abgerissen. Das brauchen wir überhaupt nicht mehr. Genau wie das hier. Das war sehr, sehr schön. So, Smart Cable und Interface Terminal. Das kommt dann alles wieder rein. Den Ultimate Furnace brauchen wir ja. Den Elite Furnace. Nee. War ein Ultimate, oder? Nee, Extreme Furnace. So heißt der Scheiß, genau. Auf jeden Fall. Weil ich mir überlegt habe, wenn wir mal hier schauen. Der Wind Generator, ne? Wenn wir den hier hinpacken. Der produziert hier 4000 RF. Dann, wenn ich mich jetzt nicht täusche, haben sie das weggenommen? Ist es nicht mehr so? Wo habe ich denn den alten Angel Block? Nee, warte, ich weiß, wo der ist. Dann lassen wir den mal gerade da. Dann machen wir einen neuen. Dann fliegen wir jetzt mal bis an die Baugrenze. Weil das interessiert mich jetzt mal. So, wir sind jetzt schon fast da. Weil, kommen hier bei 200... Machen wir bei 210. Blub. Tatsache, haben die das echt rausgenommen? Habe ich jetzt irgendwas hier, das Energie abzapft? Nein. Komm, weißt du was? Wir machen mal ganz kurz für Verwendungszwecke hier. Game Mode 1. Nee, hier wollte ich schon die Suche. So, nehmen wir uns hier so eine leere Capacitor Bank. Wir haben jetzt einen Input von 2000 RF. So, dann Frage, die Wind Generator. Waren die teuer? Ich meine nicht. Das ist easy, das ist ganz okay. Das können wir craften. So. Im Grunde genommen lohnt sich das echt nicht. Gut. Alles klar. Haben getestet. Dich nehme ich mit. Meine Idee war nämlich, dass wir so einen Windpark aufbauen, aber naja. Das bringt uns, glaube ich, einen Haufen Müll. Gut. Idee war da, Idee war scheiße, wissen wir jetzt. So, nächste Idee. Gucken. Noch damit leben. Wir haben ja jetzt noch gut Puffer. Ich meine, 9000 RF, die reinkommen. Das ist nicht wenig. Einmal möchte ich dann eine. Können wir vielleicht hier aufbauen? Eine Turbine aufbauen. So. Fanfrage. Welche Turbine? Richtig! Die Mechanismen. Ich habe die Mechanismen noch nie ausprobiert und von den Materialkosten her würde ich sagen, ganz ehrlich, drauf geschissen. Wir bauen jetzt eine Turbine. Aber ich will mir das erstmal offscreen anschauen, wie man die aufbaut und alles. Wie man die powert. Also ich schätze mal, wir haben ja schon alles, um die zu powern. Wenn dann alle Stricke reißen, dann fangen wir an mit Big Reactors.
Ich will Big Reactors nämlich echt noch ein bisschen hinschieben, weil wir können einfach einen gigantischen Reaktor aufbauen und haben dann irgendwie, keine Ahnung, 20 Millionen Elfen in der Sekunde oder sowas. Das ist es halt, was mich ein bisschen daran stört, sag ich jetzt mal. Gut. Dann war ich nochmal hier am Schauen. Wir haben jetzt hier Jota freigeschaltet. Also die Electrocraft-Reihe, aber naja, da habe ich erstmal gesehen, dass da ein bisschen nerviges Zeug bei ist. Gut, hier müssen wir noch das Better Solar Panel und die in den Demon Steel machen. Den Demon Steel of the First Magnitude nehmen wir mal mit. So, nochmal hier. 4,5 RF. Ja, kommt hin. Alternativ, was wir auch machen könnten, wir könnten jetzt gucken, dass wir sammeln schnell. Mit Galactic Craft jetzt voran machen, auf den Uranus kommen und so weiter und dann auf dem Neptun die Diamanten holen. So. Demon Steel of the Second. Demon Steel of the Third. So, sehr schön. Das haben wir. Looten wir die mal. Hier kommen nämlich richtig gute Lootbags noch, weil das wird immer schwieriger, die herzustellen. 50 und 50. Jetzt komm schon, gib mir was Gutes. Jetzt komm schon, gib mir was Gutes. Ja, gut. So. Was wollte ich jetzt machen? Ich bin schon wieder komplett raus. Ah ja, Soda. Ich fange mit dem Solar Generator dran. Hiervon brauchen wir 9 St Weiß, was wir jetzt mal machen. Wir gehen jetzt mal ab nach oben. Reißen die das hier mal ab. Ich will das jetzt mal automatisiert haben. Das ab. Das ab. Das ab. Das ab. Das ab. Ich schätze mal, hierfür werden wir eine Ranch oder sowas brauchen. Ich habe ja auch immer noch das dumme Zeug drin, ne? Die Truhe ist so gut wie leer. Sehr schön. Da werden wir mal gucken, dass wir dann hier irgendwie was anderes noch reinhauen. Wir haben noch so viel Platz, den wir verbauen können. Ich schätze mal, wir werden auch noch viel brauchen für die Infinity Ingots. So. Da parken wir dann mal hier hin. Wir brauchen die Pressure Chamber erstmal wieder. 1, 2, 1, 2, zack. Ich habe mich gerade gewundert, ist das, was da am Bildschirm rumkrabbelt? Naja, ist eine Fliege bei mir auf dem Monitor. So. Pressure Chamber Valve. Sponsored by Valve. Boah, war das scheiße. Das kommt daran. So, können wir dafür Speed-Upgrades machen? Braucht mal Lubricant. Lubricant kriegen wir woher? Das ist Diesel mit Redstone. Haben wir da eine Lubricant Q? Ich meine, davon hatten wir eine. Lubri, jawoll, die haben wir. Wird natürlich jetzt was dauern, bis die anfängt zu Saft zu geben. Ja, komm, gehen wir den Gloss zum Gefängnis. Und weil ich gerade faul bin, so wie immer, sag. Sehr schön, Lubricant. So, wir brauchen dann noch den Obsidian-Block von drüben, die Translocation Plane.
Multimeter habe ich hier. Das soll nur zwei Blöcke sein. Und zwar in diese Richtung. So, das kann da rein. Das kann da rein. Das kann da rein. Wir werden wieder ein interiöses Face brauchen. So, dann brauchen wir, wie heißt das jetzt mal, das war eine Open Crate, ne? Genau. Haben wir kein Living Wood. Hä? Also das sind Planks. Ich wollte schon gesagt haben. Mach doch jetzt nicht diesen mit dir, mit mir. So. Ne, dann nehmen wir das auf jeden Fall. Und wir brauchen den Advanced Item Collector und dann auch einen Filter für den. Das wäre dieser. Sehr schön. Dann packen wir hier die Crate drauf und das Interface. So, und dann brauchen wir noch einen Behälter, einen Lagerblock wie eine Diamond Chest. Die packen wir hier hin und ich hole dann noch mal einen Stack Block of Coal, damit hier drin schon mal wieder Druck aufgebaut wird. So. Gibst du jetzt schon Saft? Na, noch 1000 Ticks, alles klar. So, du kriegst den Filter. 2, 2, 2, das reicht. Vielleicht sollten wir da noch Sachen in den Filter packen. Was werden wir brauchen? Block of Compressed Iron. Capacitor. Was noch? Steel Casing. Wenn wir alles automatisieren. Was noch? So, wie heißt mal das Zeug, das hier mit dem Redstone Alloy gemacht wird? Transistor, genau. Davon haben wir doch bestimmt auch noch. Aber nicht, okay. Das setzen wir jetzt auf jeden Fall alles schon mal auf. Whitelist, was ist? Ignore All Dictionary. Ja, kann man erstmal so lassen. So, nur diese Sachen werden hier rausgezogen. Dann, was braucht der Capacitor? Uff, der braucht Grey Plastic. Haben wir natürlich jetzt nicht da. Was wir aber machen können. Block of Iron. Und Iron kann man natürlich so nicht so zusammenklatschen, ne? Überlege ich mir später was dazu. Wir haben ja jetzt noch da. Dann werde ich, glaube ich, das jetzt so machen, dass ich mir noch eine Truhe hole. Nochmal eine Diatruhe. Dann könnte ich mal ganz kurz den hier machen. Zack. Item Conduit. Und das sollte es dann gewesen sein. Im Notfall haben wir dann eben was weniger. Aber wir können es ja jederzeit nachcraften.
So. Always active. Insert. Und dann machen wir es jetzt ganz, ganz dumm. Lock Selection. Gray Plastic. So, das kann jetzt erstmal laufen. Und was ich mal gerade machen möchte. Das geht mir ein bisschen auf die Eier hier. Das braucht man ja wohl gar nicht mehr. Jubi, jubi, jubi. Ey, wir kommen so gut voran, das ist krass. Außer halt das Thema mit dem Strom, aber naja, da arbeiten wir ja dann. So. Dann hole ich mir jetzt mal einen Bucket. Dann melken wir mal hier unsere Lubricant Crew. Ich glaube, Lubricant ist Schmiermittel, oder? So, dann packen wir mal hier ein Speed Upgrade rein. Damit das sich hier schneller füllt. Ja, gibt uns 5 ml pro Tick mehr. Das ist doch nicht schlecht. Ich würde jetzt mal so behaupten. So, wir machen das mal jetzt am schlügsten. Am schlügsten? Am schlügsten, genau. Bin gerade überlegen, wir haben ja. Weißt du was? Das hier, das stellen wir jetzt mal ab. Kann man den später immer noch aufbauen. Ich sollte jetzt hier nicht mit Vayner arbeiten, das wäre komplett katastrophal. So. Sehr schön. Den lasse ich sogar nochmal da. Das baue ich dann irgendwo anders nochmal auf. Dann machen wir uns nochmal ein ME. Brauchen noch 2 Engineering Prozessoren. Ich bin mal gespannt, wer jetzt weiß, was ich jetzt vorhabe. Ob sich da schon einer denken kann. Also ich sag mal so, das ist nicht die grandioseste Idee, was ich jetzt hier mache. Den brauchen wir gerade hier nicht. So. Wie mache ich das jetzt? Und zwar will ich jetzt einen Fluid Storage machen. kann man eine 64K machen? Logic. Finde ich krass, dass sie das Rezept nicht verändert haben. Hätte ich so den allmächtigen Kappamoto anvertraut. So. Das kommt hier rein. Dann brauchen wir das. Habe ich das nicht rausgenommen? Anscheinend nicht. Das. Dann machen wir eine 4K. Sollte relativ schnell gehen. Jo. Dadurch können wir eine 16K machen. Zumindest theoretisch. Da brauchen wir nochmal ein Engineering. Da mache ich sogar bewusst schon mal gleich 2 wieder. Wobei das gerade dumm war. Nee, war gar nicht schon. So. Das legen wir jetzt auch hier rein. Machen uns eine 16K. Das kann ein bisschen länger dauern, aber auch nicht allzu lange.
Und tschüss. Und dadurch können wir jetzt die 64k machen. So, die werden wir uns jetzt gönnen. Das Gute ist, von denen werden wir nicht allzu viele brauchen. Ich kann dann schon mal das hier reinschicken. Da braucht man Quarzglas. Den Zettel-Tank werde ich jetzt einfach mal vorsichtshalber machen und könnte immer wieder Rezepte, die wir nicht brauchen, rausnehmen oder auch erweitern. Okay, drei Stück. Flupp. Und dann sollten wir das hier craften können, zumindest fast. Fluix, das brauchen wir noch, das haben wir aber. Und jetzt fehlt Quarzglas. Gehen wir da rein. Weil ich Scheiße darüber gemischt habe. Ist die 64 gar nicht fertig? Haben wir? Was ist jetzt hieran fehlend? Hä? Wir haben doch genug, oder? Sich das gerade. Muss ich gerade nicht verstehen, oder? Entweder habe ich die ganze Zeit zu wenig gecraftet oder naja. So, das packen wir jetzt hier rein. Dann braucht man ein Fluid Terminal. Sollte an für sich kein Thema sein. Sag. Die Cores brauchen wir dann beide einmal. Start. Start. Und den Logic-Prozessor. Boah, ich bin da so viel Rüstung drin, ne? 1000 wollte ich zwar jetzt nicht haben, aber danke für die Fürsorge. Dann brauchen wir hier wieder so ein schönes Smart Cable. Ich weiß nicht, ich mag das Smart Cable irgendwie lieber. So. Ich wollte schon gesagt haben, wie der Weiß Missing Channel. Dann, jetzt wird es lustig. Wir holen uns das hier, das hier. Das hier. Das. Ah, den noch nicht. Was habe ich jetzt schon wieder vor? Ich möchte das Zeug jetzt im ME-System speichern. Also Raw, Liquid Plastic und LPG. Das heißt im Klartext, wir werden hier jetzt. Der ist komplett ausgelastet. So, dann brauchen wir. ME-Fluid. Wir brauchen Importbusse. Das heißt, wir brauchen zwei Sticky Pistons. Ich möchte nämlich erst einmal das Zeug drin lagern. Also reinkriegen. Ah Mann, die Folge ist eigentlich auch schon wieder rum. Was hält dich jetzt auf? Okay.
dann machen wir das so. Kabel habe ich jetzt vergessen. So machen wir mal Flub und Flub. Hier die LPG Drum und hier die Liquid Plastic Drum. Und dann sollte beides angezeigt werden. Sehr schön. Das lassen wir dann jetzt erst einmal einsaugen. Ich glaube, das werde ich sogar... ja. Ich werde das jetzt erstmal hier über die Zeit lang so ein bisschen laufen lassen. Und dann wahrscheinlich erst nach dem Wochenende wieder aufnehmen. So leid es mir tut, ich werde jetzt erstmal Pause machen, weil, naja, Freunde kommen zu Besuch. Aus Lörrach mal wieder. Ja, die ganzen Vollidioten da kommen wieder. Ich weiß nicht, wieso ich mir das immer antue mit denen, aber naja, irgendwie hänge ich doch an denen. Aber naja. Gut, das gleiche mache ich dann mal hier. Wir machen morgen eine Überraschungsfeier. Das heißt, ich werde erstmal gucken, ausruhen jetzt und so weiter. Und dann langsam mal runterkommen. Und dann nächste Woche geht es hier heiter weiter. Gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.